Sehr verehrte Frau Professor Deitelhoff, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Zur Zeit ihrer Gründung war sie die einzige dieser Art in Deutschland. Es sollte darum gehen, durch Forschung, durch Beratung, die Politik zu beraten und gleichzeitig Erkenntnisse zu liefern, wie man durch Abrüstung, wie man durch Forschung zu Gewaltphänomenen zu einer besseren Welt gelangen kann. In diesen vergangenen 50 Jahren hat diese Stiftung Herausragendes geleistet. Sie ist national und international anerkannt. Und ich habe mich zum Beispiel in Kolumbien sehr davon überzeugen können, dort hat die Stiftung im Friedensprozess eine große und wichtige Rolle gespielt. Auch für uns in Hessen ist diese Stiftung ein wichtiger Ratgeber. Und deshalb wünsche ich mir, dass auch für die nächsten 50 Jahre die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung immer Gehör findet, dass es ihr gelingt, die Forschung so voranzutreiben, dass wir mit diesen Erkenntnissen in eine friedlichere Welt gehen können und die Politik so zu beraten, dass sie möglichst kluge Entscheidungen trifft. Zum 50. Geburtstag herzlichen Glückwunsch.